Und der Nachteil hier am Regen ist natürlich, dass man überhaupt nichts sieht. Das soll ja auch nicht so sein. Ja gut, wahrscheinlich soll das schon so sein im Shader, dass man da nichts sieht. Aber schön finde ich es jetzt auch nicht. Da ist es mit der Orientierung hier mal schwer, aber ich habe halt noch den Leitsteinkompass. Insofern finden wir dann immer zu unserer Basis zurück, auch bei Regen. Und da ist ein Zombie. Okay, ich dachte gerade, wäre ein Creeper, aber das war nur dieser Prank wieder mal. Also ich hoffe, jetzt kommt kein Creeper. Das wäre jetzt auch nicht so schön. Ich sollte lieber in ein anderes Biom laufen, weil hier können ja Monster spawnen in diesem Schwarzeichenwald, weil es so dunkel ist hier. Also muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, Kies werden wir hier auch nicht finden in diesem Biom. Also es gibt ja dieses Kiesberg-Biom, aber gefunden habe ich das noch nie. Also wenn wir das finden, würde ich auf jeden Fall mal eine ganze Menge Kies mitnehmen. Das würde ich auf jeden Fall machen. So, dann einfach mal hier noch ein bisschen umherwandern. Ja, also viele Kartoffeln habe ich jetzt nicht. Das heißt, das kann ich jetzt auch nicht allzu lange machen. Obwohl, ich könnte mir so ein bisschen Schnitzel mitnehmen. Ja, da haben wir ein bisschen Schnitzel. Nehme ich mal eben hier mit. So kann ja auch nicht schaden. Hier zwei Schnitzel haben wir auch gleich. Können wir uns dann später noch schön durchbraten. Und dann haben wir auch so ein bisschen Proviant. So ein bisschen Steak kann man sich auch mal eben hier schön rausschneiden aus der Kuh. Das macht auch gar nichts. Und wir haben noch ein bisschen Leder, aus dem wir uns noch ein paar Bücher craften können bei Bedarf. Ah, da sehe ich Kies. Sehr schön, aber leider auch keine allzu großen Mengen. So eine Silk-Touch-Schaufel wäre eigentlich mal ganz gut. Denn mit der würde ich ja auch hier immer Kies rausbekommen. Das wäre eigentlich mal ganz nice. So, hier würde ich einfach mal alles abbaggern nach und nach. So, hier noch ein bisschen Erde rangebaut. So, dann können wir auch den ganzen Kies hier mitnehmen. So, das war aber einer zu viel. Und dann hier noch ein bisschen Erde. So, und dann wird hier einfach der ganze Kiesstrand abgegraben. So, also es gibt ja auch verschiedene Arten von Menschen. Es gibt ja Menschen, die mögen Sandstrände lieber. Und es gibt andere, die mögen Kiesstrände lieber. Wobei ich glaube, dass die Leute, die Sandstrände mögen, dann doch sehr arg in der Überzahl sind. Weil Kiesstrände, die zählen ja auch nicht zu den beliebtesten Stränden. Also ich war mal an so einem Kiesstrand, war eigentlich auch mal ganz nett. Also Kiesstrände haben auf jeden Fall auch was. Das war halt so ein Strand, der war halt direkt an so einer Autobahn. Da war halt so eine Autobahn und direkt darunter dann dieser Kiesstrand auch mit einer schönen Betonwand. Genau, und hinter der Betonwand jedenfalls dann die Autobahn, habe ich ja schon mal so ein bisschen erwähnt. Ja, war wahrscheinlich nicht der schönste Kiesstrand, den es gab, aber der hatte auch schon mal etwas. War auf jeden Fall auch mal ganz nett hier. So, und hier noch ein bisschen Kies, hier noch ein bisschen Kies. Dann haben wir auch gleich so einiges hier noch ein bisschen sortieren. So, damit können wir dann später hier schön unsere ganzen Wege weiterbauen. So, das hier könnte ich eigentlich auch mitnehmen, wenn ich hier noch ein bisschen anbaue. So, dann würde ich das hier mal so ein bisschen absichern. So, mit hier noch so ein bisschen Erde. Ah Mist, ich habe ja kein Bett mit und jetzt ist es Nacht. Das ist jetzt doch nicht so schön eigentlich. Und jetzt regnet es auch. Da hinten ist Licht. Ich glaube, da brennt irgendwas, oder? Oder da ist dann Dorf. Also ich weiß es jetzt nicht. Also wenn da ein Dorf ist, dann können wir da natürlich schlafen. Wäre eigentlich schon mal ganz nice. Und tatsächlich ein Dorf, denn da sehe ich auch den Kirchturm. Gut, hier ist kein Bett drin. Würde ich doch in ein anderes Haus reingehen. Ja, ich gehe mal da hinten hin zum Häuschen. Vielleicht haben wir da ein Bett drin. Ja, da haben wir auch kein Bett drin. Wo sind denn die... Alter. Hab den gar nicht gesehen. Okay, weißt du was? Den wecke ich mal eben auf.
So, genug geschlafen, dann schlafe ich mal so ein Rundchen. So, erstmal schön schlafen und der kann mir dabei zuschauen. Und jetzt steht er einfach auf mir. Ja, guten Tag, wie geht's denn? So, dann geht es wieder mal raus. Ich sollte mir eigentlich mal so ein Bett craften. Habe ich eine Schere? Gut, Schere haben wir dabei, zufällig. Alter, nerv mich hier nicht. Okay, da hinten haben wir einen Dschungel. Da haben wir jetzt auch nicht die besten Chancen auf Kies. So, aber hier würde ich, glaube ich, mal so ein paar Schafe abscheren, weil dann würde ich mir einfach so ein Bett craften bei Zeiten. So, jetzt haben wir eine weiße Wolle, was auch nicht so viel ist. So, wir brauchen ja 3 insgesamt. Jetzt haben wir 2, aber da hinten ist noch ein weißes Schaf. Das würde ich auch mal eben abscheren. So, hier noch so ein bisschen geschoren, dann geht's mal weiter. Aber der Dschungel, der ist ja auch nicht das beste Biom für Kies. Vielleicht schaue ich doch dann mal in einer anderen Richtung. So, hier haben wir, glaube ich, einen Sparse Jungle, wie ich das sehe. Und dahinter dann einen Birkenwald. Gut, aber dahinter haben wir Berge. Und wo Berge sind, da müsste ja auch eigentlich Kies sein. Ja, dann laufe ich da mal eben hin und dann schauen wir uns das mal so ein bisschen besser an. Obwohl dieser Berg, der scheint auch ziemlich überwuchert zu sein. Vielleicht sollte ich lieber so am Ufer nach Kies schauen, nach Kiesstränden. Wäre ja dann vielleicht ein bisschen besser. So, ich schwimme hier mal so ein bisschen rüber. Ah, und da sehe ich noch ein bisschen Kies. Sehr schön, sehr schön. Dann hat es sich ja auch mal gleich gelohnt. Ja, meine Diamantenschaufel, die ist auch mal gleich im Eimer. So, hier würde ich auch mal so ein bisschen was abgraben. So, machen wir es mal eben. So, auch ein bisschen unter Wasser, das dauert dann auch ein bisschen länger. So, erstmal hier ein bisschen was abgegraben, dann natürlich auch den ganzen Rest. Hier wird alles schön mitgenommen, soll ich wieder auftauchen. So, und ein bisschen Kies haben wir ja schon, 264er Stacks. So, dann kann ich auch mal hier was wegschmeißen, weil dann können wir noch die Dinger hier einsammeln. So, ich schmeiß mal eben das hier weg, dann können wir die Dinger nochmal einsammeln. So, und hier von oben geht das, glaube ich, ein bisschen schneller, wenn ich da ein bisschen was abschaufle. So, und jetzt wieder hier so ein bisschen tauchen, machen wir auch mal eben. So, was essen müsste ich auch mal gleich. So, ist das schon hier richtig viel Kies? Haben wir auf jeden Fall Glück gehabt damit. Ja gut, dann esse ich hier nochmal so ein bisschen was, während ich hier schwimme. So, sind auch gar nicht durchnässt, die Kartoffeln, das geht schon. So, und hier nochmal so ein bisschen tauchen hier. Blub, 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 blub. Dann mal so ein bisschen Kies hier abgeschaufelt. So, da habe ich einen Händler gehört, einen fahrenden Händler. Jetzt muss ich wieder auftauchen. Ja, der ist ja auch schön am Schwimmen. Ja, auch mit dem besten Outfit, das es jemals gegeben hat hier. Also diese Farben, das ist einfach hier eine Strahlkraft. Ein strahlender Modegeschmack hat dieser Händler einfach hier. Einfach der stylischste Händler, den es hier gibt. Und das auf jeden Fall. Ja gut, hier natürlich auch noch ein bisschen was abschaufeln. So, dann mal gucken, wie viel Kies haben wir denn inzwischen. Gleich haben wir 3 ganze Stacks voll. Wenn wir so weitermachen, ist doch schon mal ganz gut. So, da hinten hätten wir auch noch so ein paar Berge. Interessant. Und hier noch ein bisschen Kies. Den nehme ich natürlich auch mit. Ja, ich glaube, ich würde dann die 3 Stacks voll machen und dann reicht es ja auch eigentlich. Dann haben wir auch genug und die Schaufel, die hält sowieso nicht mehr so lange.
So, und dann hier nochmal so ein bisschen was mitgenommen. Wird auch mal hier gemacht. Gut, dann haben wir jetzt 364er Stacks voll, dann reicht das ja eigentlich mal. Ja gut, das kann ich dann wohl nicht mehr mitnehmen. Ja gut, ich glaube, dann ist ja die Mission erfolgreich geglückt. Dann würde ich erstmal hier zurückkehren mit dem schönen Leitstein-Kompass. So, dann gehen wir eben hier zurück. Das wird auch sicher total spannend hier, die ganze Reise. So, dann können wir hier gleich ein schönes Weilchen geradeaus laufen. So, hier ist auch ein bisschen lauter wegen Dschungel. So, ja, wie gesagt, das kann hier noch ein bisschen dauern. Da müssen wir noch so ein bisschen laufen. So, ich hätte zwar das Pferd auch nehmen können, aber mit den Pferden ist es immer hier so umständlich. Wenn man da über Flüsse drüber muss, das ist dann immer so ein bisschen blöd mit denen. So, hier haben wir auch eine schöne Wiese, da kann man erstmal hier schön drüber hüpfen, einfach mal schön durch das Gras hüpfen. Muss man aber natürlich aufpassen wegen Zecken, das ist natürlich mal klar. Aber die gibt es ja gar nicht hier in Minecraft, also zum Glück. So, also wenn jetzt Zecken aussterben würden oder Mücken, ich glaube, da wird sich keiner groß drüber beschweren. Also nicht, dass ich möchte, dass irgendwelche Tierarten aussterben. Ich sag das nur einfach mal so. So, also hier mit den Zecken, das weiß ich ja noch von damals. Also früher, da hatte ich ständig Zecken. Weil ich war ja halt oft so im Wald unterwegs, ne, damals, also vor vielen Jahren. Da hatten wir halt so einen Wald gegenüber und da war ich dann immer unterwegs. Und dann hatte ich immer da so viele Zecken, also vor allem im Sommer, da muss man die immer hier rausziehen mit der Pinzette. Ist ja auch so ein bisschen nervig. Aber das ist schon viele Jahre her und seit vielen Jahren hatte ich jetzt keine Zecke. Ja, da muss man aber aufpassen, da gibt es ja einige Gegenden in Deutschland, wollte ich sagen, ja, wo es da so eine Art Zeckenplage gibt. So, und hier nochmal ein paar schöne Ofenkartoffeln eben mal gegessen. Also der ist ja schon hier richtig groß, der Sumpf. Das müsste eigentlich der gleiche Mangrovensumpf sein, den wir auch bei unserer Basis haben. Schon ein relativ großer Sumpf. Was ja auch ein Nachteil sein könnte, weil der ist ja auch relativ schwer zu erschließen. Da hat man halt überall Schlamm. Also ich glaube, der Mangrovensumpf, der gehört doch eher zu den Biomen, wo man dann doch eher nicht seine Basis bauen würde. Also ich glaube, jeder vernünftige Spieler, der baut seine Basis hier auf der Wiese oder im Wald. Und da gibt es dann natürlich ja, so ein paar wenige, die bauen ihre Basis dann in so ein paar exotischeren Biomen, wie zum Beispiel in der Wüste. Also in der Wüste habe ich auch noch nie eine Basis gebaut, weil da gibt es ja auch nichts, da gibt es kein Holz. Also was soll man da bauen? Ja, oder im Mangrovensumpf, da ist der Basisbau sicher auch nicht so schön. Oder wo ich mir jetzt auch keine Basis bauen würde, wäre auch im Dschungel. Weil da muss man erstmal hier das ganze Gestrüpp entfernen und das ist dann auch immer so ein bisschen Arbeit. So, unsere Basis ist nicht mehr weit. Hier haben wir schon unseren Weg. Und wo ich jetzt ein bisschen Kies habe, dann könnte ich den ja auch mal so ein bisschen fortführen. So, habe ich noch Erde am Start. Genau, Erde haben wir auch nochmal am Start. Dann würde ich den hier auch nochmal so ein bisschen weiterbauen. Machen wir es mal eben. Gleich kann ich auch mal schlafen gehen, weil die Sonne ist ja, glaube ich, hier am Untergehen. So, und dann wird es hier halt noch so ein bisschen nach unten gehen. Ja, kann man dann halt so machen.